Ich meine, nochmal, bei allem Respekt vor der Ukraine, vor allem Respekt vor dem Freiheitswillen der Menschen dort, alles d'accord. Aber es ist immer noch nicht mein Krieg und nicht unser Krieg. Es ist nicht der Krieg Deutschlands. Die Ukraine ist weder in der Europäischen Union noch in der NATO. Es gibt keine Beistandsverpflichtung, nichts. Im Gegenteil, man kann über ganz, ganz viele Themen sprechen, wie sich die Situation entwickelt hat. Aber es ist nicht unser Krieg. Punkt. Dass wir deshalb unser Land mit Absicht und Vollgas an die Wand fahren, um für ein anderes drittes Land, mit dem wir eigentlich sonst nicht viel zu tun haben, keine Verpflichtungen, Verbindungen haben, Verbindungen, Verbündnisse haben, uns an die Wand fahren und zwar auf unabsehbare Zeit unser Land praktisch ruinieren, aus Solidarität, vor allem ohne dabei ein Ziel erreichen zu können, weil Russland interessiert es ja gar nicht. Auf Russland hat es doch gar keinen Einfluss, gar keinen Impact. Im Gegenteil, das, was hier passiert, wird immer schlimmer für die Bevölkerung in Ukraine werden. Das ist ja nie, wird ja nicht besser, da ist ja keine Friedenssituation zu erreichen, sondern mit jeder Unterstützung, die kommt, werden die natürlich motiviert, noch länger durchzuhalten. Aber am Ende haben sie gegen den Russen keine Chance, sondern reiben sich auf. Immer mehr Blutzoll, immer mehr Vernichtungen. Ja, und irgendwo anders aus der Welt schaut man sich das an und sagt, lass die sich doch gegenseitig aufreiben, lass die sich doch gegenseitig aufreiben. Die einen reiben die Russen ab und die haben entsprechend hohe Verluste und was interessiert uns, was in der Ukraine passiert, mag man sich in anderen Teilen der Welt denken. Ne? Also das heißt, das, was wir tun, hat ja nicht mal Erfolg. Wir fahren uns voll gegen die Wand aus Solidarität und in jedem anderen Land würde man, wenn es heißt, eure Preise explodieren, eure Wirtschaft geht den Bach runter, ihr werdet nicht genug in den Läden finden von dem, was ihr braucht. Ihr wisst nicht, ob ihr überhaupt demnächst die Heizung noch anschmeißen könnt. Das haben wir jetzt politisch mal so entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Da würden die Leute, die Politiker aus den Rathäusern ziehen. Was machen wir? Wir haben es geschafft, dass wir dafür auf der Straße stehen und klatschen. Ja, bitte macht das. Bitte ruiniert unser Land. Bitte lasst mich frieren. Bitte, 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 bitte. Meine Damen und Herren, das ist der eigentliche Geniestreich, der hier gelungen ist, dass die Bevölkerung das auch noch fordert. Bitte fahrt uns an die Wand. Das finde ich beeindruckend. Also muss man erstmal hinkriegen. Chapeau, kann man da nur sagen. Ja, das sind ja, da müssen wir jetzt auch im Ukraine-Krieg drüber sprechen oder mit dem Ukraine-Krieg hat es auch was zu tun. Es gibt ja so Wellenbewegungen, ne? Von bestimmten Dingen, die alle auf einmal machen, ohne zu wissen, warum sie es machen. Und das ist ja jetzt gerade auch so mit dieser Anteilnahme, das finde ich ja alles richtig und wichtig, dass man auch gegen Krieg ist sowieso. Aber ich glaube, viele von denen, die jetzt so ihr Faible für den Pazifismus entdeckt haben, die wussten vorher nicht oder wissen immer noch nicht, dass es auf der Welt zu jeder Zeit etliche andere Kriege gibt. Und dass diese Kriege auch wesentlich schlimmer sind. Ich habe es jetzt am Montag mit Florian in unserem Podcast besprochen. Weiß nicht, ob du das weißt. In Syrien zum Beispiel sind 570.000 Menschen gestorben. Oder in Nordjemen, wo gerade Krieg ist, da sterben Millionen. Also weltweit sterben Millionen an Kriegen. Und ich finde es dann schon so ein bisschen picky und auch so ein bisschen Popkultur, dass Leute dann sich so ihren Krieg aussuchen, den sie ganz schlimm finden, und dann das auch so gemeinschaftlich zelebrieren. Dann muss jeder eine Ukraine-Fahne haben, dann werden Konzerte gegeben, da tauchen dann die obligatorischen Verdächtigen auf. Peter Maffay, Sarah Connor, die Ikonen der Antikriegsbewegung. Ja, und vermarkten sich ein bisschen auch über dieses Thema. Und ich finde, das wird dem Thema nicht gerecht. Aber kann man das den Leuten wirklich vorwerfen, wenn sie gegen den einen Krieg sind, dass sie nicht ausdrücklich gesagt haben, gegen alle anderen auch gewesen zu sein? Das wird ja jetzt auch oft gesagt, dass das so ein Whataboutism ist. Ich finde, man kann ihnen das nicht vorwerfen, aber man kann danach fragen, ob das, was sie jetzt propagieren als ihr Engagement, ein dauerhaftes, glaubwürdiges ist. Oder ob es jetzt nur einfach ein kleiner Effekt ist, den sie damit erzielen wollen. Oder ob sie einfach mal, ja, spontan gegen Krieg sind. Und ich finde, wenn das so wäre, und ich glaube, es ist bei manchen Leuten so, dann ist das eben für diejenigen, die wirklich betroffen sind, ist eigentlich eine Schande. Weil die bleiben am Ende übrig und die anderen, die Karawane zieht wieder weiter und sagt, ja, wir haben ja unser Soll geleistet, wir waren ja gegen Krieg, wir haben ja ein Konzert gegeben, aber jetzt müssen wir die nächste CD promoten und das finde ich ist eben nicht gerecht. Da muss dann schon ein bisschen mehr her. Ich mach mal das Dach zu. Ja, das ist natürlich auch richtig. Ich finde es auch hier wieder einfach schwer, weil
ich auch so ein bisschen Verständnis dafür habe, dass gerade was diesen Krieg betrifft, einfach, dass so ein Konzert spontan hochgezogen wird, dass so viele tolle Organisationen spontan sich da einschalten, was ja auch nochmal super ist, wie super das, wie schnell das ging, dass Flüchtlinge zum Beispiel in Unterkunft bekommen konnten, aber auch wie schnell es da riesengroße Demos gegeben hat, hängt ja auch einfach damit zusammen, dass die Leute in dieser Situation nochmal ein bisschen erregter sind. Syrien kennen die nicht. Da wären die nicht hingeflogen. Das ist weit weg. Das fühlt sich für die nicht an wie etwas, was uns betreffen könnte. Serbien war jetzt nicht weit weg, das war um die Ecke. Und auch wenn Milosevic ein anderer ist als meinetwegen andere Politiker, war das ja auch ein völkerrechtswidriger Krieg, bei dem Zivilbevölkerung bombardiert wurde. Aber das haben wir, das war für uns nicht so mitzubekommen, glaube ich. Doch, 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 das hat man schon mitbekommen. Da war es halt nur die NATO, die es gemacht hat. Und